Spiel 4. Na, Joko und Klaas? Ich renn hier durchs Büro und such euch. Und kein Wunder, dass ich euch nicht finde, wenn ihr im Studio seid. Und wenn ihr schon mal im Studio seid, dann könnt ihr auch ein Spiel spielen. Und zwar habe ich mir da was ausgedacht. Ihr werdet euch tierisch darüber aufregen, aber das ist mir egal. Und Steven wird euch das jetzt erklären, um was das geht. Viel Spaß, viel Glück, eure Sabine. Erbauchen. Ach, ein wunderbarer Titel. Erbauchen heißt das Spiel. Und ich erkläre euch die Regeln. Folgendes passiert jetzt. Ihr schmeißt euch gleich Gegenstände auf den Bauch, um dieses Spiel zu gewinnen. Diese Gegenstände müssen dann erbaucht werden. Los geht's. Hä? Ja, da hast du Spaß dran. Ne? Einfach so zu tun, als wenn wir das jetzt akzeptieren würden. Du, das ist doch wirklich erbauchen. Hast du keine Ahnung, was erbauchen ist? Alle wer kennt was, das Wort erbauchen? Alle wissen das. Siehst du, alle. Dann erkläre ich es euch beiden nochmal. Also, ich erzähle euch was. Erbauchen bezeichnet die Fähigkeit, mit dem Bauch das Gewicht von Gegenständen zu erfüllen, die aus großer Höhe darauf geschmissen werden. So. Das ist, also das macht es jetzt klar, glaube ich. Ne? Jetzt muss ich nicht mehr viel erklären. Okay? Ich hasse dich dafür, dass du das eine chemische Freude machst. Heißt das, ja, dass einer da hochgehen muss und einer muss da liegen, der die Sachen abkriegt? Ja. Na, dann werden wir mal überlegen, wer hochgeht und wer unten liegt. Ja. Ne? Wollt ihr das kurz überlegen und dann erzähle ich euch den Rest? Das ihr könnt mich auch mal. Ja, okay. Nein, aber auch das ist doch schon wieder total scheiße. Kannst du denn gut erbauchen? Ja, warum? Aber, es ist aber warum meckerst du denn? Ich mecker gar nicht. Doch, ich beschwere mich laut. Ey, von mir aus leg ich mich da hin und du gehst da hoch. Ja, ich glaube nur, dass ich mit meiner tattrigen Hand wahrscheinlich eher Gesichten genau, spielen würde. Genau. Ach, das ist doch scheiße. Ja, dann leg dich hin. Aber nee, warte mal, ganz kurz, nur damit du es weißt und genießen kannst, wenn du da unten liegst. Wir spielen 5 Runden. Es geht in jeder Runde. Warum hast du so einen Spaß daran, du Arschloch? Ich hab. Sag mal, seit wann werden also Moderatoren hier als Nummer Arschloch? Nummer 1 und Nummer 2, das sind die Aufgaben von ProSieben. Ja. Ja? Nicht von mir. Entschuldigung. Komm, Quatschi. Ich bin angespannt. Was hast du dem ganz so gefühlt? Nein, alles gut. Aber hör mal zu. Du Honk. Komm, lass. Nein, ist doch nicht so schwer. Nein, ich muss ja trotzdem noch ein bisschen was erklären. Ich hasse dieses Spiel. Ja, ich weiß, aber höre mir doch zu. Ja, ich höre dir 5 zu. Runden. Ja. In jeder Runde 3 Gegenstände und du musst sie erbauen. 5 Runden? In jeder Runde. Entschuldigung. Mein Hemd. Das sind 15 Gegenstände. Ja, aber. Dann schmeißt mir doch nicht 15 Sachen auf den Bauch. Nein, aber vielleicht also, schmeißt er ja auch einige zweimal. Dann warum? 3, ja, weil. Nein, weil du musst ja was machen. Es ist wirklich. Nein, hör doch mal zu. Als wenn wir nicht schon genug Scheiße am Fuß hätten heute Abend. Ja, aber das wird jetzt richtig scheiße, weil du musst nämlich erbauchen, welcher Gegenstand leicht, mittel oder schwer ist. Also ey, Joko, jetzt mal, ich bin auf deiner Seite. Also, lieber Steven, ja. Ich finde das auch echt eine krasse Sache, aber wir nehmen die Aufgabe an. Gut, leg dich dahin. Nein, aber. Also, ich habe keinen Klaas, warte mal, ganz Schutz oder so. Ja, also, ja, du kriegst einen Sichtschutz. Ich frage nach einem Schutz, wenn du Sachen von da oben wirfst. Wer sagt denn, dass du meinen Bauch triffst? Ich habe einen sehr kleinen, süßen Bauch. Wenn du nur ein bisschen Norden oder Süden verwechselst, ne? Gesicht weg oder was ganz anderes? Ich habe einen Kompass. Hey, ihr müsst von 5 Runden 2 richtig haben, okay? 2-mal müsst ihr richtig liegen mit der Einschätzung. Also ProSieben, ihr zeigt auch einen Verein, du wirklich. Also. So, also dein Bauch, da wo die rote Markierung ist. Ja, ich glaube, es ist total egal, wo ich liege, weil er wirft ja nicht von unten. Aber ich mache es einfach, aber ich bin doch jetzt auf deiner Seite, ich mache es ihm nur einfacher, weil wenn dein Bauch hier oben ist, muss er mit Schwung arbeiten, so, das ist nicht gut. Nimm mal die Brille ab und setz die mal auf. Oh Gott. Ja. Joko, ich mache das wirklich nur, weil ich muss. Ja, so stehst du da auch. Du hast richtig keinen Bock, ne? Klaas. Was ist? Sagst immer, du bist so ein Bauchmensch. Aber das weißt das mehr. Nee, genau, aber das Schöne, ja, genau. Aber das Schöne ist ja, Joko, wenn es gar nicht mehr geht, kannst du immer noch hochgehen. Oh Gott. Nee, Steven, ich kenne den. Der macht sich einfach einen Spaß daraus. Da kommt gleich irgendwie eine 5-Kilo-Hantel. Und der schmeißt mir die einfach aus Bock in Hoden. Nein. So. Aber was ist? Du kannst ja auch deinen Mund zuhalten und das sieht richtig. Okay. Ja. Gut. Also,
Aber du hast verstanden. Also ja, nicht, ich bekomme jetzt Gegenstände drauf, die muss ich nach Gewicht. Genau. Die muss ich nach Gewicht sortieren. Genau, also. Aber ich kann, aber Moment. Nein, nein. Nee, warte mal. Ey, Leute, warte mal. Das ist, ich hab das genommen, wo die Nummer 1 dran genau, steht. Aber das sind die Gegenstände drin. Entschuldigung. Also da drin. Ach so. Und Sophie bringt uns jetzt einen Gegenstand, der da nicht reingepasst hat, weil der so schwer ist. Nein, das stimmt nicht, Joko. Aber da hat er nicht reingepasst. Stell die mal da auf den Boden. So, Sophie, komm gerne rein. Das ist der erste Gegenstand. Applaus bitte für Sophie. Vielen Dank fürs Helfen. So. Genau. Schafft ihr das? Oh, pass auf. Wow. So. Gut. Du, oh, das ist aber ganz schön groß. Ja, aber Klaas, tu mir eingefallen. Ey, Klaas, bitte. Wenn du, nee, aber egal. Du musst bitte Joko Bescheid sagen, wann es fällt. Weil sonst. Ich sag halt, also, selbst wenn ich sehr gut ziele, der Gegenstand ist so groß, dass er definitiv. Klaas, hör bitte auf jetzt, mach einfach. Ja, ich look ja nicht mal. Ich frag mich, ob ich mit meiner. Also, das war der erste Gegenstand. Okay. Was soll er jetzt sagen, ob der, was das ist? Ja, aber du hast ja drei. Ihr müsst ja einteilen. Beim ersten Gegenstand weiß ich ja nicht, ob das der schwerste, der leichteste oder der mittlere. Aber hast du den jetzt gerade reingepfeffert, weil du nicht gut bist, oder hast du den einfach fallen lassen? Ich habe den fallen lassen, mehr oder weniger. Mehr oder weniger, gut. Jetzt. So, jetzt konzentriere ich mal bitte eben. Okay, aber sag bitte, wann der nächste kommt. Willst du das wirklich wissen? Ja. Okay. Es geht ums Gewicht, Jungs, ne? Also der nächste kommt. Nicht ums Gesicht, ums Gewicht. Ja, ja. Der nächste Gegenstand kommt demnächst. Mir ist das wirklich total schwer. Ich habe wirklich überhaupt kein gutes Zeitgefühl. Ich kann nicht so sagen, jetzt und dann kommt der. Also es geht gar nicht. Du bist einfach wirklich. Gegenstand 2. So. Oh, was? Liegt das da wirklich drin oder hat das da jemand aus Versehen vergessen? Keine Ahnung. Ihr habt gesagt, alles, was da drin liegt, und ich finde das jetzt auch nicht so. Aber denk mal drüber nach, wie du es gerade fallen lässt. Nein! Ey, Alter, wirklich. Ach so. Nee, aber was, ey? Ja. Jetzt mal ganz kurz. Es ist wahnsinnig witzig. Ja, genau. Nein, wirklich ist es ultra scheiße, hier zu liegen. Ich sehe nicht. Ja, ich weiß, aber ich beschütze dich. Vielleicht. Joko, so, du kannst auch gern hier hoch. So? Da jetzt ist wirklich nicht so schlimm. Jetzt stell bitte nichts an. Denk immer dran, Klaas macht das, nicht ich. Und war okay? So, also drei Gegenstände. Klar, Joko, es sind nur noch 4 Runden. Ja. Wie? Ich muss sie doch jetzt einfach nur in die Reihenfolge bringen. Ja, genau. Genau, sag mir, welches war der leichteste, der schwerste und der mittlere? Der erste Wurf war das mittlere Gewicht. Ah, okay. Der zweite Wurf war das leichteste Gewicht. Ja. Und der letzte Wurf war der schwerste. Also, so haben wir das jetzt aufgeteilt. Wie würdet ihr entscheiden hier im Publikum? Was würdet ihr sagen? Gut oder schlecht? Und es ist... Hä? Ja. So wäre es rum gewesen. Jetzt kannst du einmal kurz gucken. Joko, willst du einmal die drei Gegenstände sehen? Ja, da drauflegen kann ich auch sagen. Und die schwersten, ich will die Gewicht sehen. Das Gewicht willst du sehen? Ja, ich kann jetzt auch hingehen und sagen, pass auf. 1150 Gramm ist der, 590 Gramm und 190. Ja, ist ja gut, du Klugscheißer. Du hast mich gefragt. Was hat er denn jetzt, ey? Das ist ein blödes Spiel. Nee, langsam bist du einfach nur noch unhöflich. Der hat jetzt wirklich überhaupt nichts mehr getan. Jetzt leg dich dahin. Weißt du, was mein Problem ist? Er arbeitet hier. Das ist sein Beruf. Ja. So, leg dich wieder hin. Du bist jede Sendung so zu mir. Nein, überhaupt nicht. Seit 15 Jahren bist du jeden Tag so zu mir. Du kommst zu Stevens Arbeit und meckerst hier rum. Oh. Stevens Arbeit ist das hier. Das ist nicht Stevens Arbeit. Doch. Steven ist... Was? Freiwillig hier. Ja, weil ich mich so freue, euch zu sehen. Der steht hier jeden Tag in seinem Geschäft und heute kommt so ein Mann hier rein. Genau, und beschwert sich die ganze Zeit. Schlimm. Hallo. Ja, so. Ey, Alter. Ich sehe doch nichts. Ach so. Ich habe den nur zärtlich gestreichelt. So. Steven, ich mag dich. Ich bin nur wahnsinnig angespannt. Ich weiß. Maske auf. Es tut mir leid. Ich entschuldige mich nach der Sendung bei dir. Ja, genau. Maske auf. Aber du willst es auch gar nicht wissen. Doch, ich will es wissen. So,
Zweite Runde. Erste Runde ist schon mal nicht gut ausgegangen. Oh ja. So. Unsere Sophie bringt wieder einen Gegenstand vorbei. Genau, das sind die drei. Und los geht's. Soll ich dir Bescheid sagen, wenn es runterfällt, oder Klaas? Sie sagt mir einfach gar nichts mehr, sonst besteht einfach nur die Gefahr. Oh, ey, meine Güte, jetzt ist aber mal Ruhe da. Ich hab noch, ey, ganz ehrlich, jetzt wollte ich einmal nett sein, ist auch nicht okay. Was ich mache, ich mach's falsch. Ich mach und du den ganzen Tag. Manchmal macht auch der Ton ein bisschen die Musik. Wirklich. So. Okay, ich werfe jetzt was, okay? Ja. Komm, wir spielen jetzt das Sehr Spiel. Sehr gerne. Klaas, ich lieg hier unten und warte einfach drauf, okay? Schmeiß runter. Ich bin ready. Passive aggressive. Es geht. Okay. Ey, no stress, wirklich. Ich bin cool. Okay, kommt jetzt, okay? Ja, wirf einfach drauf. Oh! Komm, jetzt direkt das nächste, damit du gut erbauchen ja, kannst. Ja, das war gar nicht so schlimm. Komm, direkt das nächste. Komm, Steve. Oh, das war auch ganz schön leicht. Darf er nochmal schmeißen gleich? Ja, jetzt kommt das. Ja, klar. Der darf so häufig schmeißen, wie du willst. Okay, cool, das finde ich super. Aber jetzt kommt der dritte Gegenstand. Ja, ich bin aufmerksam. Oh! Alles okay? Es waren ja drei Gegenstände. Setz dich hin. Nein. Ich würde gerne nochmal. Ich würde gerne nochmal. Alle drei? Nein, das letzte würde ich als schwer einschätzen wollen. Okay. Ich hätte bei den ersten beiden würde ich gern nochmal fühlen wollen, weil ich glaube, da ist der Unterschied nicht allzu groß. Wenn wir da vielleicht nochmal die Gelegenheit bekommen könnten von ProSieben. Nee, warte, ganz kurz. Ich hole die mal raus da. Ja, bitte, klar, gerne. Bin ich im Weg? Ja. Geht das so? Ja. Okay. Kann ich mich legen? Ja. Ich sehe dich leider nicht. Ja? Kann ich mich hinlegen? Ja, du kannst dich hinlegen. Okay, also, aber wichtig wäre jetzt, glaube ich, um mich nicht zu verwirren, dass wir das in der gleichen Reihenfolge werfen wie eben. Also okay. Das erste als erste und das zweite als zweite. Ich spanne mal das Hemd ein bisschen, weil ich glaube, das kann dir helfen. Okay, also ich wäre soweit, wann immer du willst, Klaas. Joko, machst du noch den Arm weg, ja? Da? Ja. Aber nicht auf den Hoden, bitte, okay? Kein Problem. So, und? Jetzt kommt das Zweite. Jetzt musst du ein bisschen drauf achten, wie das ist. Okay, ich bin aufmerksam. So, was meinst du? Also, ich habe jetzt beides gut erbaucht. Ich würde sagen, der zweite Gegenstand ist etwas leichter als der erste. Okay. Okay. Stimmt das? Und ich kann nur sagen, du bist ein sensationeller Erbaucher. Das ist richtig. Guck mal. Sehr gut. Klaas. Joko, du kannst gucken. Also, Pantoffel 90 Gramm, also gut, Stahlwolle 200 und die Ukulele 360 Gramm. Hast du richtig wie viel sind, was sind die Grammzahlen? Von 360, 290. Ah, der krass. Ja, gut, krass, das ist ja richtig gut erbaucht. Ja, richtig gut erbaucht. Ja, das habe ich nicht erbaucht, das habe ich Solarplexus. Aber du warst ja eben so aufgebracht, du kleines süßes Mäuschen. Ey. Möchtest du jetzt nach oben gehen? Nee, lass gut sein, ich bin jetzt drin. Ja? Ja, ja. Oh, schön, das freut mich. Lass gut sein, komm. Ich bin so froh. Brille auf, du machst das gut. Du machst es wirklich gut. Du machst es richtig gut. Gut. So, Sophie kommt mit dem. Oh. Es war einfach unnötig. Hier. Klaas. Ich hoffe, es war dein Finger. Klaas. Hallo, du brauchst drei Gegenstände. Das war ein feuchter Flutschi, Mann, war doch witzig. Gut, also. Fünf Runden, eine habt ihr schon für euch entschieden, zwei müsst ihr, dann gewinnt ihr dieses Spiel. Wäre gut, ihr braucht Vorteile. Klaas, leg los, wann immer du willst. Okay. Sag ihm nur Bescheid. Ja, ich sag dir Bescheid. Ich sag einfach gar nichts. Es geht jetzt los. Aber du musst es jedes... Nur ganz kurz, ernsthaft für mich zur Info. Ja. Einfach fallen gelassen oder draufgeschmissen? Einfach, alles nur einfach fallen gelassen. Ich werfe nichts extra drauf, ich möchte dich wirklich nicht verletzen extra. Ja klar, Psst. Ernsthaft. Nichts vorsagen.
Du mir eingefallen, wir müssen das nochmal werfen. Den letzten oder alle? Alle drei in der gleichen Reihenfolge. Du musst ein bisschen schneller nacheinander werfen, weil es ist. Okay. Die sind sehr nah beieinander, habe ich das Gefühl. Ja. Mhm. Der feuchte Flutschi war einer zu viel. Ich merke, ihr kippt die Stimmung. Hier, Monsieur. Da habe ich mich von der Spielfreude hinreißen lassen und jetzt haben wir den Salat hier. So, okay. Also es geht von vorne wieder los, Joko? Ja, gleiche Reihenfolge, ne? Ja, natürlich. Ja. Und schnell nacheinander bitte. Ich bin richtig eingeschüchtert von deiner Humorlosigkeit gerade. So, pass auf. Los geht's? Ja. Eins. Das war nicht der Bauch. Oh, Alter. So, und? Ich kann das nicht mit ansehen. Das ist Tierquälerei. So, Joko, weißt du ungefähr? Der mittlere ist der schwerste. Der erste ist der leichteste. Der letzte ist der mittlere. Okay, ich leg's jetzt so hin. Hast du verstanden, wie ich gesagt habe? Ja, ja, ja. Ja, ja. Ich komme nur selber durcheinander beim Sagen. So, also, wäre das richtig, wäre das die zweite Runde, die ihr für euch entscheidet, damit hättet ihr Erbauchen gewonnen. Bitte. Joko, nimm mal die Brille ab, setz dich mal hin. Und das Großartige ist, es ist richtig! Yeah! Guck mal. Ich zeig's dir mal. Entschuldigung. Entschuldigung, wirklich. Sorry.